Ja, moin, moin, meine Minecraft-Freunde. Heute begrüße ich euch für eine neue Folge Minecraft. Und ja, wir befinden uns ja immer noch unter Tage in unserer Mine mittlerweile. Und ja, mir wurde das letzte Mal in die Kommentare geschrieben, Dobi, ich bin neu auf deinem Kanal. Und was mir die ganze Zeit im Auge war, ist dieses kleine Inventar, was ich gerade eben habe. Und es tut mir leid, Junge, aber das ist schon das Kleinste. Also kleiner geht's nicht. Und ich kann es auch ganz schwer erkennen, muss ich dazu sagen. Nein, nur Spaß. Selbstverständlich habe ich ihm natürlich geschrieben, ich schau mal, was sich machen lässt. Und ja, ich habe gerade mal rumexperimentiert. Deswegen habe ich das jetzt mal so groß gemacht. Das ist übrigens das Größte, was man machen kann. Wo war der ganze Spaß jetzt gleich nochmal unter Einstellung? Hier müssen wir drauf und so. Wir haben eigentlich heißt ja, alle guten Dinge sind drei. So, die zwei hat man bislang. Und da machen wir halt jetzt ganz einfach die eins. So, da ist es jetzt piepselig. Ich kann es ganz schwer erkennen. Nee, geht schon. Muss gehen. Ja, da denke ich mal, werde ich mir jetzt hier erst schon mal das Eisen snacken. Dann habe ich gerade eben viele, viele Zombies gehört. Ich habe auf jeden Fall heute vor, nach oben zu gehen. Also ich werde jetzt nur noch notdürftig hier Gelumpe mitnehmen. Und dann denke ich mal, werde ich mich aufmachen nach oben. Ich habe hier unten nämlich die Zombies gehört. Deswegen habe ich nämlich hier gerade das Holz gesehen. Wo ist die? Oh, schon wieder Creeper, Mann. Die kann man übrigens anzünden, Leute. Das wusste ich noch gar nicht. Ich habe jetzt einiges von Creeper, habe ich mal erfahren. Was ich eigentlich ganz interessant fand. Okay, Zombie, Skelett irgendwo links von mir. Jetzt ist es hier hinten, hier irgendwo. Nur ich will hier nur mal schnell noch professorisch. Da war ein Skelett, komm her. Yes! Oh, da ist noch eine Kiste, okay. Ich hab erfolgreich gegen ein Skelett gekämpft, ohne dass ich Damage genommen habe. Ich bin sogar den Angriff ausgewichen. So muss das sein, Leute. So muss das sein. Ah, guck, wo hat der auch hingeschossen, ganz ehrlich? Da kann er mich auch nicht treffen. War ich hier eventuell schon? Ich glaube, ich war hier schon, ja. Was haben wir denn hier hinten? Nochmal schnell hier hinter gucken. Das ist natürlich auch ganz gefährlich, hä? Oh mein Gott. Gleich mal schnell gucken. Es sind das übrigens meine letzten. Sind tatsächlich meine letzten Fackeln schon wieder. Oh mein Gott, ich freue mich auf jeden Fall, wenn dieses Zweihand-Inventarsystem kommt. Mit dem nächsten Update. Da werde ich mich auf jeden Fall riesig drüber freuen. Achso, wir sind jetzt hier. Okay, das Eisen will ich noch haben. Das werde ich mir einfach mal holen, gönnen. Und dann denke ich mal, werden wir auf nach oben gehen. Viele Leute haben mittlerweile auch schon gesagt, Tobi, es reicht langsam, du übertreibst. Ich muss dazu sagen, ich habe eigentlich Spaß, jetzt hier in der Höhle bin rumzuforschen und zu experimentieren, was ist denn hier alles so. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh, siehst du, es hat doch was gebracht. Ja, aber dementsprechend, ich sage mir, es reicht wirklich langsam. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, wie viele Parts wir jetzt eigentlich hier schon wieder in Höhlenexpeditionen sind. Ob es 5 sind, ob es eventuell 6 sind, weiß ich gerade gar nicht so genau. Jetzt werden wir uns hier mal kurz lang schlängeln. Okay. Okay, das ist nur so. Ich dachte, man kann. Oh, Gold. Das ist natürlich immer geil. Hallo, hallo. Ich will ein bisschen um sich schauen, falls irgendjemand was auf dem Herzen hat. Sagen wir mal so. Nee. Für die Leute, die immer fragen, das habe ich jetzt in den letzten Parts immer vergessen, mal zu sagen. Vielleicht hat es ja auch der ein oder andere von euch schon gesehen. Und zwar, wenn ihr unten jetzt in die jetzt Richtung Videobeschreibung guckt, ich glaube mir, ihr müsst die Videobeschreibung noch nicht mal aufmachen. Oh, da ist noch mehr Gold. Das ist. Das sogar schon wieder. Fledermaus! Suizid! Das sind alles Suizidfledermäuse bei mir. Da habe ich übrigens jetzt mein Gamertag verlinkt. Also, ich habe
den mal hingeschrieben und habe den entsprechend direkt auf xbox.com, habe ich auch mal einen Link hingeklatscht, sodass, wenn ihr da angemeldet seid, da braucht ihr nur mal draufklatschen, da kommt ihr direkt auf mein Profil und könnt mir direkt einen Follower geben, den entsprechend für die Leute, die es interessiert. War ja gerade. Stechte, da wäre irgendwas gewesen. Aber keine Ahnung. Da war gerade ein ganz merkwürdiges Geräusch. Da unten ist der Stab der Wahrheit. Ich habe ihn gesehen. Da geht es nach oben. Das ist schon mal geil. Hier hinten geht es aber auch nach oben. Deswegen gehen wir hier einfach mal hoch. Es ist gerade ein bisschen dunkel. Ich hoffe, ihr seht was. Ich sehe auf jeden Fall. Ich habe nämlich meine Gamma-Anzeige ein bisschen hoch gemacht. Wo bist du? Bist du hier? Da ist er. Stellte dich! Okay. XP haben wir auch. Ja, wir können ja dann auch dementsprechend auch gleich eine geile Verzauberung machen. Ich werde mir jetzt hier oben gleich mal die Zeit nehmen und werde ein paar Fackeln craften. Also die Höhlengeräusche sind manchmal richtig hart, muss ich mal so anmerken. Komm, lass mich vorbei. Sehr, sehr nice. So, eine Fackel haben wir noch. Und weiter kommen wir jetzt nicht. Okay, da denke ich mal, werden wir uns jetzt hier mal schnell ein paar Fackeln craften. Machen wir den. Okay, jetzt brauche ich ein bisschen Kohle. Aber da haben wir ja Gott sei Dank hier genug ein bisschen abgebaut. Ja, super. Ich brauche keine Fäden, brauche ich nicht. So, Fackeln haben wir, denke ich mal, jetzt wieder genug. Ich bin auch sehr, sehr dankbar, muss ich mal sagen, an. Oh! Okay. War zwar nur eine kleine zusätzliche Höhle, aber naja. Ich habe das letzte Mal, habe ich mal die neuen Leute und so angesprochen, habe euch ein bisschen begrüßt, dementsprechend. Und ist auf jeden Fall sehr gut angekommen. Das freut mich natürlich auch. Erstmal ein bisschen helle machen. Und. Oh! Oh! Habe ich jetzt schon. Habe ich einen dabei? Ach hier, boah! Tobi, mach die Augen auf! Ich wollte nämlich jetzt schon ein Crafting Table machen. Ist sehr gut angekommen, das hat mich auf jeden Fall gefreut. Und. Ja, ihr wart dementsprechend wieder sehr, sehr fleißig in die Kommentare. Und was mich auch sehr gefreut hat, die gute Jutta, die hat mir gleich mal die Koordinaten, die ungefähren Koordinaten von meinem Haus gegeben. Also ich muss wirklich sagen, ich wäre echt aufgeschmissen gewesen, wenn ich jetzt erstmal jetzt mein Handy wieder ausfindig hätte machen müssen und dementsprechend. Dieses Bild, ich muss auf jeden Fall mir dann gleich mal wieder auf mein neues Handy so ein Bild machen, dass ich die Koordinaten immer am Manne habe. Und oh mein Gott, ey, damit hast du mir auf jeden Fall riesig aus der Patsche geholfen. Ich sag mal, der ein oder andere hätte es vielleicht genossen, wenn ich jetzt ja, nach oben gekommen wäre und hätte. Wir sind schon weit oben. Wüstengegend, sag ich mal. Da kommt es nämlich rund runter. So, jetzt kleiner Trick. Jetzt machen wir den. So, okay. Jetzt können wir uns nämlich hier locker flockig hochbauen. Und ja, da sind wir schon oben, Leute. Ey, da waren wir gar nicht so tief. Das ist ja geil. Das immer so schnell gehen würde. So, wir machen hier mal so einen kleinen Stopp. Wo sind wir denn da? Oh. Hi, Schaf. Kuh. Geht's dir gut? So, hier werden wir auf jeden Fall mal noch eine kleine Markierung um draufsetzen, damit wir wissen, ja, da ist ja auch schon was. So, jetzt werden wir unsere Karte in die Hand nehmen. Erstmal eine Kartoffel. Ich finde die Gegend gerade richtig geil hier. Wenn ich mir das hier mal so angucke, so ringsherum, sieht gerade richtig geil aus. 1374, 71, 305.
Ich muss mal hier hinter gucken. 301, 83, 571. 301, 83. Da muss ich erstmal, hier geht's dazu. Hier nimmt's ab. Ich weiß jetzt gerade gar nicht. Dort tut sich bislang noch nichts, aber wir müssen halt. Wir müssen nicht in die Richtung. Oh, das ist ein Pfeil. Gib mir den mal. Gib mir Pfeil. Okay. Okay, wir müssen auf jeden Fall die Richtung. Da werde ich mich mal ein wenig umschauen. Ich finde die Gegend gerade hier richtig geil irgendwie. So ein richtiger geiler Wald mal gefunden. Boah. Okay, warte, wir gucken nochmal schnell. Okay, wir sind hier. Ich glaube mal, wir müssen in die Richtung hier hinten. Oh, guckt euch den geilen Wald an. Der ist ja mal richtig geil. Wo sind wir hier überhaupt? Wahnsinn. Echt Wahnsinn. Ich glaube mal, wenn ich das Gebiet hier als erstes gefunden hätte, da hätte ich hier irgendwo was gebaut, auf jeden Fall. Ist ja schon wieder ein Zombie. Wo bist du? Wo bist du? Auch noch Zombie, ist gut. So, ich hoffe, dass ich jetzt richtig laufe. Oh. Eine böse Höhle, ne? Eine Wasserhöhle. Boah, hier gibt es auch so viele. Hier gibt es Birken, hier gibt es Eichen. Boah, hammer geil. Oh, guckt euch das an. Ey, wir haben eine richtig geile Gegend hier gefunden. Oh, Gott sei Dank. Okay, da werde ich auf jeden Fall mal einen Screenshot machen von diesen Koordinaten. Wir mussten auf 83. Okay, wir sind richtig. Wir sind richtig. So, jetzt mache ich mal ein kleines Highlight. Wartet mal. Jetzt habe ich nämlich gerade gesehen, dass mir jemand. Ich habe nämlich gerade. Das ist derjenige mit den. So, schnell ausmachen. Mit den sozusagen, dass ich das Inventar kleiner machen sollte. Das mache ich jetzt einfach mal. Der habe ich nämlich gerade drauf geantwortet und er hat mir auch irgendeine Antwort geschrieben. Guck mal einfach mal. Ach so, er schreibt mir nur, ja, du musst ja damit spielen. Er fand es nur halt ein wenig groß, sagen wir mal so. Und ja. Ich hab's ja schon geändert. Also ich bin auch damit zufrieden, wie ich es jetzt habe, ganz ehrlich. Wie gesagt, ich habe immer gesagt, ich habe ein offenes Ohr für alle Leute. Ich sag mal, ich mache jetzt nicht alles, was die Leute mir in die Kommentare schreiben, aber ich versuche zumindest darauf einzugehen. Und ja, ich muss sagen, so habe ich auch kein Problem. Ich habe es vorher getestet. Wie du es natürlich schon sagst. Ich muss ja natürlich damit spielen. Aber für mich macht es keinen Unterschied, ob ich jetzt so damit spiele oder ob ich es jetzt so spiele, wie ich es vorher hatte. Also macht für mich keinen großen Unterschied. Deswegen, ja, sag mal einfach mal für die anderen, gefällt es euch so jetzt ein bisschen besser? Dann ein bisschen mehr Bild und so. Boah, ich finde die Stelle hier richtig geil. Da werde ich auf jeden Fall mal wieder zurückkehren. Und werde irgendwas bauen. Ja, wir lassen uns mal. So, jetzt kommen wir in den Sumpf, kommen wir jetzt. So, oh, hier, wie wir hier runterspringen. Aber wir sind nicht ein einziges Mal umgeknickt. Das war sehr, sehr nice, Dudes. Und du dies. Und ja. So. Boah. Ich darf das nicht vergessen an diesen komischen Lianen. Wenn du da durchläufst. Da bleibt man mal hängen, das bremst den immer. Das ist ein bisschen ätzend, wenn man gerade so sprinten tut. Nein, zu den Creepern, was ich das letzte Mal hatte. Oh, ich muss erstmal was futtern, Leute. Wir müssen mal ein kleines Päuschen einlegen. Da habe ich mir das letzte Mal, ich weiß nicht, von irgendeinem größeren YouTuber, der macht immer so Faktenvideos über Minecraft, speziell, ja, über alles Mögliche, sagen wir mal so. 20 Fakten über das und das und da hatte der einfach, wurde mir mal so empfohlen, von Minecraft, 20 Fakten über den Creeper und das habe ich mir mal angeguckt, da war einiges dabei,
was für mich unrelevant war, weil das einfach nur auf dem PC ging mit Mods und sowas. Aber was ich geil fand, was ich wirklich geil fand, was ich glaube ich auch schon mal hatte, das ist wie so ein Naturphänomen hier in Minecraft. Oh Leute, wir müssen auf jeden Fall. Da geht's wieder hoch. Okay, wir müssen auf jeden Fall in die Richtung. Wir laufen jetzt hier einfach mal weiter. Wie gesagt, das sind die nicht exakten Koordinaten, aber ungefähren. Also ich brauche ja nur meine Gefilde wieder kommen, wo ich mich ein bisschen auskenne. Dann finde ich das Haus schon. Also das ist jetzt nicht, dass ich da orientierungsmäßig so viele Schwierigkeiten habe, sagen wir mal so. Da bin ich Gott sei Dank gut veranlagt, dass ich einen guten Orientierungssinn habe, sagen wir mal so. Wölfchen, geht's dir gut? Tut mir leid, ich habe keine Knochen dabei. Ich könnte dir aber hier die Diamantenrüstung könnte ich dir draufhauen und auf dir reiten. Nee, auf jeden Fall, das ist wie so ein Naturphänomen und zwar müsst ihr euch das vorstellen, einen Creeper, wenn er bei einem Gewitter von einem Blitz getroffen wird, wird er aufgeladen und dann leuchtet der auch so komisch blau, was erstens sehr, sehr stylisch aussieht und zweitens seine Explosionskraft um Weiten verstärkt, ganz ehrlich, wenn der hochgeht. Und da hat er wie so eine blaue Aura. Boah, hier geht's schon wieder nach unten, Alter, Wahnsinn. Irgendwie habe ich da auch schon wieder Bock, nach unten zu gehen. Stimmt eigentlich. Okay, das war haarscharf schon wieder. Jetzt wird so noch finster. Jetzt werden wir uns noch hier mit den Abschaum rumschlagen müssen. Und dass wir natürlich da jetzt gerade hier in so einem Fichtenwald sind, bin ich auch nicht gerade der Fan von. Und oh mein Gott, oh, wir kommen ja jetzt nach Hause. Wir haben ja unsere Namensschilder. Oh mein Gott, Leute. Übrigens, das letzte Mal wurden mir schon einige Namen in die Kommentare geschrieben. Großes Dankeschön nochmal dafür. Und ich muss sagen, wie gesagt, es waren einige Namen, aber es war bis jetzt nur einer dabei. Von jemand Bestimmten, der so oder so irgendwie immer meinen Nervtrip trifft, was die Namen angeht, sagen wir mal so, wo ich von Anfang an gesagt habe, wow, der Name, der ist schon wieder richtig geil, den nehme ich auf jeden Fall. Und ja, bei Einnahmen bin ich noch ein bisschen offen, sagen wir mal so. Also der Name ist auf jeden Fall für das weiße Pferd. Also falls ihr einen passenden habt, oh, wow, guckt euch mal die Horde. Ah, ich bin in Alabaster. Ja, nice. Okay, da müsste es auf jeden Fall ein Bett geben. Gehen wir mal schnell nach Alabaster. Seht ihr, Leute? Und eine Fledermaus. Jetzt kommt. Oh, fuck. Der hat mich diesmal getroffen. Aber ich bin den ersten ausgewichen. Jetzt schleudere ich den so weit weg. Oh, ich komme hier nicht hoch, die scheiß Kanne. Es wird so Akroskelett, der so wieder übelst drauf geht. Verrückt. Verrückt, wie es ist. Oh. Ey, jetzt wäre ich hier fast reingefallen. Warte mal, das müssen wir stopfen hier. So geht das mal gar nicht. Das ist ja mal. Boah, war das jetzt knapp, Alter. Ich wäre bestimmt abgeschmiert. Hier, guckt. Alabaster ist übrigens auch von denen. Und ja. So, wo ist denn unser Eisengolem? Hallo, geht's euch allen gut? Ja, oh, die freuen sich, dass ich. Ey, so. Was ist denn hier los? Hier. Wo ist denn. Boah. Mann, geh mal weg hier. Ich sehe gar nichts. Okay, das ist natürlich jetzt richtig ätzend. Hier, du Arschloch. Was machst du mit meinen Duftbewohnern hier? Die elende Sackrolle. Wieso ist hier auch das Brett offen? Da wirst du gleich der nächste Zombie-Duftbewohner. Wo ist mein Bett hier? Wenn wir schlafen gehen. Braucht nicht gleich am Appel drehen. Kommt hier eine Windwöhr. Ich weiß nicht, ob man die gehört hat. Aber die war schon krass irgendwie. So, jetzt könnt ihr wieder raus. Oh, hier ein Creeper. Komm her, Arschloch. Nein, nein, nein. Nein, wag es dir, in Alabaster zu explodieren. Oh, das wäre jetzt. Ey, da hab ich mir wirklich aufgeregt drüber. So, okay, dann müssen wir jetzt hier hinten lang. Oh, das war ein nice Springer, Alter. Parkour. Tobis Parkourmeister.
So, jetzt voll Galopp nach Hause. So, wow, yes. So. Und ich bin jetzt gerade vom Thema abgekommen. Ich habe es so gerade schon wieder vergessen. Ich habe nur ein flüchtiges Thema oder so. Ja, auf jeden Fall. Ich wäre natürlich jetzt ja. Boah, ich bin schon wieder so hungrig. Wahnsinn. Den mit den Creeper hatte ich da. Stimmt, ich hatte über die Creeper gesprochen. Und boah, erstens sehen die richtig geil aus, sagen wir mal so. Und ich glaube, ich hatte das schon mal. Ich bin mir aber nicht sicher, was ist denn das hier für ein Spawner? Ein Zombie-Spawner. Apropos, es wurde sich auch mal gewünscht, dass ich mal was mit einem Spawner mache. Das wäre natürlich die ideale Möglichkeit, da eventuell was mit dem Spawner zu machen. Da müsste ich aber gucken, wie ich das mache. Ob die dann nach unten fallen, ob die mit Wasser dann an eine bestimmte Stelle getrieben werden oder so. Da gibt es ja unzählige Möglichkeiten, also sage ich mal, dann die Monster zu töten. Es gibt die Möglichkeit mit Kakteen, mit Fallschaden und all so ein Mist, ganz ehrlich. So, und hier müssen wir auf jeden Fall mal noch bei Gelegenheit die Brücke ersetzen. So kann das ja mal nicht weitergehen. So, und zwar so eine Brücke für die Leute, die neu sind, damit wir hier endlich mal unseren Weg fertig machen. Hier direkt durch eine. Was haben wir denn hier drin? Mal reinschauen. Zweimal Kohle. Na, lass mal einfach mal so. Wer weiß, für was muss irgendwann mal brauchen. So. Oh, der Part. Wir haben schon wieder Überlänge. Da war eine Miezekatze, da will ich auf jeden Fall mal noch eine mir besorgen. Die für die Leute, ich sag mal, viele Leute wissen es wahrscheinlich, aber für die Leute, die es nicht wissen, zu dem Thema Creeper nochmal. Katzen, setzt euch eine Katze hier vors Haus und ihr braucht nie wieder Angst haben, dass ihr rauskommt und auf einen Creeper stoßt. Und ja, jetzt sind wir zu Hause. Wo ist denn mein Teppich hier hin? Hatte ich hier nicht eigentlich mal einen Teppich gemacht? Naja, lassen wir uns mal überraschen. Bedanke ich mich natürlich, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Wir haben es endlich wieder mit vollen Taschen sicher nach Hause geschafft. Und ja, schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Und da sage ich, haut rein und tüdelü, bis zum nächsten Mal.